Der Fritz-Club in Berlin. Jeden Samstag stellen sich hunderte Partywillige in eine ewig lange Schlange. Wer an der Schlange vorbeigehen und Freiverzehr bekommen möchte, setzt auf. Oder pleite. Für die nächste Stunde kommt erstmal keiner mehr rein. Bis auf die nächsten Party- oder Pleitegewinner. Hallo Jungs, es ist gerade Einlassstopp. Habt ihr Lust, noch reinzukommen? Ja, sicher. Gerne. Ihr müsstet allerdings gegen eine andere Clique antreten. Ihr müsstet versuchen, einen Eiswürfel von einem Hosenbein ins andere zu manövrieren. Traut ihr euch das zu? Ein Witz, oder? Nee. Sollte machbar sein. Okay, dann kommt mal mit. Und auch nach Team 2 müssen wir nicht lange suchen. Hallo, es ist hier gerade eine Riesenschlange. Habt ihr Lust, umsonst reinzukommen heute? Total. Ja, gerne. Total. Ihr müsstet allerdings gegen eine andere Clique antreten. Und zwar müsstet ihr versuchen, einen Eiswürfel von einem Hosenbein hoch in das andere zu manövrieren. Kriegt ihr das hin? Wir versuchen es. Und das sind die Kandidaten. Rafa 25, Manuel 23 und Jens 22 aus Berlin. Schienenersatzverkehr! Au! Team 2, das sind die Freundinnen Maria 19 aus Berlin und Kirstin 20 aus Krefeld. Beide gehen noch zur Schule. Jedes Team muss den Eiswürfel so schnell wie möglich von einem Hosenbein ins nächste bekommen. Das schnellste Team gewinnt. Mach euch fertig. Was ist los? Wenn ihr vergessen, nice. Feierabend. Während Rafa den Eiswürfel lieber alleine führt, setzt Maria auf die Unterstützung ihrer Freundin. Komm jetzt, komm, schneller. Oh, bei Rafa ist auf halber Strecke etwas im Weg. Gut für Team 2. Nur noch das Bein runter und... Ich hab dich! Ja! 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 Und was sagen die Verlierer dazu? Ja, wir haben am stärksten Pferd gesetzt und leider verloren. Kommen wir rein. Ja, feiern! Ja, wir kommen nicht mehr rein. Ja, ich hab schon geguckt. Hinter dem Club ist der zweite Club. Und da kommen wir rein. Ja, dann drücken wir euch mal die Daumen. Wir sind die Gewinner. Macht Spaß. Klar, während die Verlierer beim nächsten Club ihr Glück versuchen, feiern die Mädels schon kräftig auf Kosten des Hauses. Hemmungsloses Flirten, heiße Outfits und freakige Maskottchen. So ausgelassen feiert die Landjugend auf der größten Dorfparty in Nordrhein-Westfalen.